Wie kann man ein Video beschriften? Wie kann man Text auf ein Video legen? Hierzu möchte ich mir heute mit euch zusammen 5 verschiedene Möglichkeiten anzeigen. Und das ist so ein bisschen in der Sommeredition, könnt ihr ja gerade sehen. Wenn ihr im Urlaub wart oder noch in den Urlaub fahrt, dann ist das vielleicht für euch eine schöne Möglichkeit, eure Videos zu beschriften. Ich gehe mit euch jetzt nochmal alle 5 Varianten durch und unten unter diesem Video verlinke ich euch auch die Zeitstempel. Also falls euch eine Variante jetzt besonders interessiert und ihr zu dieser Variante springen wollt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar. Da könnt ihr dann gleich zu der Stelle springen. So, jetzt gehen wir erstmal alles durch, was es so gibt. Und zwar habe ich hier im ersten Teil, ja, es ist einfach, aber es ist auch schön. Ich habe hier nämlich die zugegebenermaßen etwas schief gefilmte Horizontlinie genutzt, um daraus dann den Text aufsteigen zu lassen. Oder wenn man genau hinsieht, er steckt gar nicht so richtig aus dem Horizont herauf, sondern so hinten aus dem hinteren Bereich des Wassers und ja, breitet sich dann auf der Horizontlinie aus. Das wird durch den Maskeneffekt realisiert. Der zweite Effekt, den ich euch dann erklären möchte, da handelt es sich um einen Weichzeichner-Effekt. Das Video läuft im Hintergrund ab und damit der Text trotzdem noch gut zu lesen ist, ich spiele es mal ab hier ab, liegt der einfach auf so einer weich gezeichneten Fläche. Wenn ich jetzt das Video spielen lasse, seht ihr, dass es halt immer noch die Bewegung des Videos gibt, aber der Text ist halt trotzdem gut lesbar. So, das dritte wäre ein Text mit einem Welleneffekt. Ich nutze jetzt mal die größere Vorschau, damit ihr das sehen könnt. Es ist ein bisschen subtil, aber ich habe eben passend zum Wasser eben auch den Text so ein bisschen wellenartig anzeigen lassen. Das nächste ist wieder ganz einfach, aber es bietet gut Raum für Gestaltung, wenn man ein bisschen mehr Text unterbringen möchte oder irgendwelche schönen Deko-Elemente. Da habt ihr nämlich das Video hier auf so einem Hintergrund und dann könnt ihr die Farbe des Hintergrunds noch nutzen, um da auch die Beschriftung auf dem Video einzubringen. Und die letzte, die 5. Variante, da läuft auch das Video ganz normal ab. Und damit man den Text besser lesen kann, liegt er auf einem ganz sanften Farbverlauf, der auch so ein bisschen sommerlich aussieht. So, jetzt habe ich euch alle 5 Varianten, wie man Text auf Videos bringen kann, vorgestellt. Es gibt noch viel mehr, aber diese 5 sollen uns erstmal für heute reichen. Und jetzt gehen wir das Ganze mal nach und nach durch. Dazu lasse ich hier mein Projekt so, wie es ist. Übrigens, ich bin hier in Aquasoft Video Vision, also es ist auch einsteigerfreundlich. Wenn ihr später das Projekt mal haben möchtet, wir laden das mit Sicherheit auch in den VIP-Club hoch, so dass ihr das dann auch nutzen könnt bzw. mal selbst reinschauen könnt. So, und jetzt geht's mal ans Nachmachen und dazu wechsle ich jetzt mal in ein leeres Projekt, damit wir das zusammen Schritt für Schritt durchgehen können. So, in das leere Projekt habe ich mal das erste Beispiel geholt, damit wir uns nochmal genauer den Aufbau anschauen können. Also hier liegt der Text auf dem Video, aber die Besonderheit ist, dass er hier aus einer Maske hervorkommt. Und es wirkt dann einfach so, als würde er aus den Wellen aufsteigen. Und wenn wir jetzt mal in die Timeline schauen, dann seht ihr, ich arbeite wieder mit Spuren. Das heißt, ich habe das Video und ja, immer wenn ich etwas gleichzeitig anzeigen möchte, wie zum Beispiel ein Video mit einem Text, dann muss ich das mit Spuren realisieren. Und in der zweiten Spur, da seht ihr den Maskeneffekt. Der Maskeneffekt, der hat immer 2 Bereiche. Einmal den Inhalt, das ist jetzt in meinem Fall der Text, den seht ihr hier so ein bisschen schraffiert. Und dann natürlich die Maske, die sagt, ab wann mein Text sichtbar sein wird. Hier in dem roten Bereich wird dann alles sichtbar und in diesem gekachelten Bereich sieht man nichts. Und damit ihr jetzt überhaupt mal seht,
wie der Text überhaupt aussieht. Ziehe ich den mal aus meinem Maskeneffekt raus und dann seht ihr das ganz gut. Da ist jetzt der Text ohne Maske und wenn ich ihn jetzt ohne Maske haben würde, dann wäre er halt überall im Video sichtbar. Also sowohl hier vorne im Strandbereich als auch dann hinten. Und die Maske grenzt das alles ein und sagt dem Text, ab wann er denn jetzt sichtbar sein darf. Damit es jetzt nicht noch verwirrender für euch wird, machen wir das einfach mal gemeinsam nach. Ich lösche das hier wieder und dann hole ich mir erstmal ein Kapitel in die Timeline. Das Kapitel ermöglicht uns, mit Spuren zu arbeiten. Jetzt brauche ich hier mein Video und dann füge ich das gleich mal ein. Und damit wir hier nicht alle sofort einen Schreck bekommen, weil die Wellen so laut rauschen, stelle ich mal die Lautstärke auf 0% und auch die Einblendung nehme ich mal raus. Jetzt ist es so bei diesem Video, es ist realitätsnah, denn die Horizontlinie ist schief. Ich weiß, die Handykamera hat auch die Möglichkeit, so eine Gitterlinien anzuzeigen, aber wenn der Sonnenuntergang so schön ist, naja, da achtet man manchmal nicht auf die Details, ne? Vielleicht geht es euch ja auch so, aber das tut ja unserem Effekt keinen Abbruch, denn wenn wir jetzt unsere Maske anlegen, können wir die ja genauso schief machen wie unsere Horizontlinie. Jetzt schaue ich mir vorsichtshalber das Video nochmal genauer an. Ihr seht, ich habe hier so an einer Stelle dann rausgezoomt und vielleicht sollte ich so die Anfangssequenz, in der der Zoom noch nicht stattfand, rausnehmen. Deshalb stelle ich hier mal eine andere Startzeit ein. Ich stelle mal ein 4 Sekunden. Dann kann ich sicher sein, dass ich hier auch an der richtigen Stelle im Video bin, wo das schon rausgezoomt ist. Dann muss nämlich die Maske auch sich gar nicht bewegen und kann immer an der gleichen Stelle bleiben. Das ist der Vorteil. Also vielleicht, wenn ihr in den Urlaub noch fahrt und diese Szene nachmachen wollt, dann filmt vielleicht so, dass ihr die Kamera in diesem Moment stillhaltet, dass sie sich nicht bewegt. Das ist nämlich der Vorteil. Dann kann die Maske auch still sein. So, ich ziehe jetzt hier ein Rechteck aus den dynamischen Formen in die Timeline. Wenn ihr da eine Weile braucht, um das zu finden, ihr könnt auch die Suchfunktion einfach nutzen und dort Rechteck eingeben. Das ziehe ich jetzt hier unter mein Video. Und ich ziehe das in der Timeline gleich auf die Länge des Videos. Ja, jetzt seht ihr, ein bisschen schräg ist das. Das passt noch nicht so ganz. Ich könnte jetzt hier auch den Winkel ändern. Allerdings ist es schon ein bisschen eine zu starke Änderung. Darum klicke ich jetzt mal doppelt hier auf das Rechteck und dann habe ich die manuelle Eingabe. Die füge ich mir mal hier ein und dann kann ich hier bei der Drehung ja auch was eingeben. Ich versuche es mal mit minus 1%. Ich verschiebe das hier ganz vorsichtig mit den Pfeiltasten auf der Tastatur. Und dann ziehe ich jetzt die Maske hier noch so ein bisschen breiter. So, das wäre jetzt erstmal unsere Maske. Die befindet sich noch nicht im Maskeneffekt. Das ist aber gar nicht schlimm, denn das kommt erst später. Jetzt brauchen wir noch den Text. Dazu habe ich jetzt mal ein Textobjekt in die Spur unter dem Rechteck gezogen. Da passe ich auch gleich mal die Länge an. Und wir wissen ja, der Start von unserem Text, der bewegt sich ja, der Startpunkt ist hier in diesem Bereich, den die Zuschauer erstmal nicht sehen. Und jetzt formatiere ich das Ganze nochmal, schreibe meinen Titel hin, meine Videobeschriftung. Und jetzt bekommt mein Text noch einen Bewegungspfad, denn er soll ja von unten nach oben aufsteigen. Also quasi aus den Wellen, aus dem Wasser hinauf aufsteigen und dann sichtbar werden. Also füge ich hier eine neue Bewegungsmarke hinzu. Und jetzt achte ich darauf, dass ich den Text hier oben platziere. Ihr könnt ihn jetzt, so wie ich es gerade mache, im Himmel platzieren oder ihr könnt es auch so ein bisschen direkt auf den Wellen stattfinden lassen. Müsst ihr mal gucken, was gut aussieht. Ich würde sagen, wenn ihr das hier auf den Wellen stattfinden lasst, dann müsste der Text auch so einen leicht schrägen Winkel haben. Also stelle ich es mal hier ein, minus 1. Verschiebt es hier auch wieder mit den Pfeiltasten, damit es
wirklich genau an der Kante ist. So, und jetzt fehlt nur noch der Maskeneffekt. Den findet ihr in der Toolbox bei den Live-Effekten. Und den zieht ihr jetzt hier auf das Textobjekt. Da seht ihr ja diesen gelben gestrichelten Rahmen, wenn ich das hier raufziehe. Dann könnt ihr loslassen. Und das Rechteck, das ist ja unsere Maske, das kommt jetzt hier in den Maskenbereich. Da habt ihr hier diesen roten Rahmen. Wenn ihr den seht, dann könnt ihr loslassen. Und da ich es sehr gerne so mache, dass ich die Maske vorher anlege, beziehungsweise das Rechteck, müssen wir den Maskeneffekt noch umkehren. Kein Problem. Da geht ihr einfach zu Eigenschaften und sagt Maske umkehren. So, das war noch ein ganz wichtiger Schritt. Das dürft ihr nicht vergessen. Sonst ist eure Maske falsch rum. Und jetzt können wir uns mal die Vorschau ansehen. Jetzt haben wir hier die nächste Variante. Die kann so verspielt sein wie das, was ihr hier seht. Die kann aber auch ganz simpel sein. Wichtig ist immer, dass das Video hier im Hintergrund liegt, wie ihr das gerade in der Timeline seht. Und den Rest, dieses ganze Konstrukt hier, das liegt bei mir in einer Flexi-Collage, einfach aus dem Grund, dass ich das dann besser verschieben kann. Aber was ist denn in der Flexi-Collage überhaupt drin? Da haben wir einmal den maskierten Weichzeichner. Die Maske, das kennt ihr ja jetzt schon, die kennzeichnet so einen bestimmten Bereich und hier kennzeichnet die Maske eben den Bereich, der so ein bisschen verschwommen, also weich gezeichnet dargestellt werden soll. Dann habe ich aus dem Erweiterungspaket Sommerbrise noch so zwei Deko-Elemente genommen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass auch die Maske diese beiden Deko-Elemente enthält. Ich öffne das hier mal. Seht ihr, im Inhaltsbereich liegt gar nichts, aber im Maskenbereich liegt eben nicht nur das Rechteck, sondern auch diese beiden Wellenelemente. Das habe ich einfach eingefügt, damit es ein bisschen sommerlicher und schöner aussieht. Und wir gehen das Ganze auch gleich gemeinsam durch. Ja, und zuletzt über allem liegt dann eben der Schriftzug. So, jetzt lösche ich das alles wieder. Ihr wisst bestimmt schon Bescheid, der erste Schritt ist immer ein Kapitel und jetzt kommt schon mein Video und auch hier stelle ich mal die Lautstärke auf 0%, damit ihr keinen Schreck kriegt und die Überblendung lasse ich auch mal weg. So, jetzt gehe ich hier in der Timeline zu den Objekten und schaut mal, da gibt es ja verschiedene Arten von Weichzeichner, den ganz normalen Weichzeichner und eben den maskierten Weichzeichner. Und den maskierten Weichzeichner, den ziehe ich jetzt unter das Video. Hier ist er. Der macht jetzt noch gar nichts. Der braucht nämlich erstmal eine Maske. Ich nehme, wie ihr ja wisst, immer gerne das Rechteck und das tue ich jetzt auch in diesem Fall. Aber ihr könnt eigentlich jede Form nehmen, die ihr möchtet. Jetzt habe ich hier ein riesengroßes Rechteck, aber der Bereich, den ich weichzeichnen möchte für meine Videobeschriftung, der soll jetzt nicht so riesig sein. Und ich platziere den jetzt mal hier genau mittig, da helfen mir diese roten Linien. Und jetzt könnt ihr mal gucken, das wirkt jetzt schon. Ihr habt jetzt schon den Weichzeichner. Ihr braucht jetzt eigentlich gar nichts mehr weiter als die Beschriftung. Aber für alle, die es gerne ein bisschen verspielter mögen, gehe ich jetzt noch mal einen Schritt weiter. Und zwar gibt es das Erweiterungspaket Sommerbrise. Und da habt ihr hier diese Wellen. Und die füge ich jetzt auch mal ein. Genau auch in den Maskenbereich. So, ich füge die hier so dekorativ in der oberen und der unteren Ecke ein. Dann ist es noch wichtig, dass ich das Ganze hier mal ein bisschen verlängere. Ich habe es jetzt einfach mal nur auf die Länge des Videos gezogen. Und jetzt klickt ihr mal diese beiden Wellenelemente an. Ihr könnt es machen, indem ihr erst das eine anklickt und dann die Steuerung-Taste wählt oder gedrückt haltet und dann das andere anklickt. Und jetzt haltet ihr mal nochmal die Steuerung-Taste gedrückt und zieht diese beiden Wellenelemente hier mal außerhalb des Weichzeichner-Effekts. Damit habt ihr euch die jetzt kopiert und sie befinden sich praktischerweise auch an derselben Stelle. Alles, was ihr machen müsst, ist in der Timeline das noch untereinander anzuordnen. Ja, ich mochte jetzt nicht ganz, wie stark dieser Effekt ist. Ihr könnt jetzt hier
über das Pinselsymbol und über Effekte hier beim Pluszeichen noch eine Transparenz hinzufügen. Dann ist das nicht ganz so auffällig, weil wir wollen ja auch noch einen Text einfügen und der Fokus soll schon auf dem Text liegen und nicht unbedingt auf den dekorativen Elementen. So, das haben wir schon mal. Ganz leichter, subtiler Effekt. Und ganz wichtig ist ja auch der Weichzeichner. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Text. Und da hole ich mir mal den Texteffekt hier aus der Toolbox und ziehe den in die unterste Spur. Und auch hier passe ich jetzt einfach mal die Dauer an. Und jetzt ziehe ich mir hier auch schon dieses Feld so hin, dass der Text sich mittig befindet. Hier treffe ich auch alle Einstellungen, dass der sich mittig befindet. Wenn ihr gerne zwei Schriftarten verwenden wollt, könnt ihr das übrigens im selben Textobjekt machen. Ihr markiert einfach die Zeile, die eine andere Schriftart haben soll. Und ja, dann ist es anders formatiert. Und auch bei der Schriftgröße, ich mache es ganz gerne so, ich mache das richtig schön groß und nehme dann diese Option, einpassen. Und dann richtet sich nämlich die Textgröße hier nach meinem Positionsrahmen und ich muss gar nicht lange rumprobieren, mit welcher Schriftgröße ich jetzt hier klarkomme. Ich kann einfach nur den Positionsrahmen anpassen und dann passt sich auch die Schriftgröße an. Jetzt gefällt es mir nicht so ganz, dass die zweite Zeile so groß ist, aber kein Problem, ich kann ja hier immer noch eine kleinere Schriftart einstellen und es passt sich trotzdem an. Das Einzige, was ich gerne noch machen würde, ich würde gern alles in eine Flexi-Collage stecken. Und da halte ich jetzt wieder die Steuerung-Taste gedrückt und klicke mal alles an, was in eine Flexi-Collage soll. Und dann gehe ich auf dieses Symbol Auswahl in Flexi-Collage zusammenfassen. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen die fummelige Arbeit, das alles untereinander zu platzieren. Das ist wirklich wichtig. In Stages hättet ihr noch die Option, das automatisch zu machen. Aber naja, es sind ja auch nur 4 Objekte. Das kriegen wir schon hin. Und jetzt möchte ich, dass mein schönes, weich gezeichnetes Textfeld so ein bisschen eingeblendet wird. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch noch einen Bewegungspfad hinzufügen. Ich mache mal so einen ganz leichten Bewegungspfad. Der kann ja auch ruhig eine Weile Zeit beanspruchen hier. Und dann wechsle ich hier mal auf den Reiter für die Deckkraft und lege hier eine kleine Kurve an. Ich könnte es jetzt auch über die Einblendung machen, das wäre vielleicht einfacher. Aber so seht ihr auch mal diese Möglichkeit. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal schnell in der Vorschau an. Gut, das war's mit dem Beispiel. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten. Die nächste Videobeschriftung, die ist mit dem Welleneffekt gemacht. Und der Welleneffekt, das ist etwas, was ihr im Erweiterungspaket Natureffekte findet. Ich gebe mal hier in die Suchfunktion Wellen ein. Und dann seht ihr, dass das ist bei den Natureffekten. Es ist eigentlich ein Paket, was ihr braucht, weil da so viele coole Dinge drin sind. Wer das jetzt nicht hat und somit auch nicht nachmachen kann, der kann zumindest bis zu dem Teil dranbleiben, wie ich jetzt den Text positioniere. Denn die Möglichkeit, die habt ihr alle, egal ob ihr das Erweiterungspaket habt oder nicht. Ich habe hier wieder mein Video. Und dann ist in dem Welleneffekt etwas versteckt, nämlich eine ganze Flexi-Collage. Hier habt ihr eine Form. Ihr seht schon bei der Form, das ist das Coole daran, dass ihr die mehrfarbig gestalten könnt. Und darauf liegt der Text. Ich lösche mal alles bis auf das Video und verpacke das Video hier in ein Kapitel. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ihr diese Form findet. Ihr kennt ja schon die dynamischen Formen. Und da gibt es hier dieses Konstrukt namens Form. Und das zieht ihr mal unter das Video. Da habt ihr jetzt ja einfach nur so ein Rechteck. Aber in der Galerie gibt es noch eine etwas größere Auswahl. Und hier finde ich die Nummer 96 ganz schön für sowas. Das ist einfach so eine Banderole.
Und wenn ihr den Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten mal entfernt, dann könnt ihr die auch beliebig schmal, breit, hoch gestalten. Und das finde ich ganz nett jetzt für ein Video, dass ihr da die Farben auch unterschiedlich gestalten könnt. Ihr könnt das Innere der Form anders färben als die Ränder. Ihr könntet jetzt zum Beispiel so eine schöne Farbe hier aus dem Himmel nehmen und die dann aber transparent machen. So zum Beispiel. Und ja, die Ränder sind jetzt weiß. Ich lasse die auch mal weiß. Könntet ihr dann so gestalten. Und dann braucht ihr ja nur noch euren Text. Und da das Ganze hier so ein bisschen schräg ist, würde ich empfehlen, den Text einfach so ein bisschen auch daran anzupassen. So, dass der auch so ein bisschen schräg ist. Ich habe jetzt hier wieder diese Option gewählt, wo man den Text einpassen kann. Und dann seht ihr schon, funktioniert es ganz gut, dass ich das hier an die Banderole anpasse. So, und jetzt würde ich empfehlen, diese beiden Dinge, also die Banderole und die Beschriftung, miteinander zu verbinden. Einfach damit sich das leichter animieren lässt. Und dazu verpacke ich beides in eine Flexi-Collage. Gehe dann nochmal sicher, dass die Objekte auch untereinander sind. So, die Dauer passe ich hier auch nochmal an. Und jetzt könnt ihr nämlich den Text und die Banderole verschieben. Das ist ganz praktisch. Dann könntet ihr zum Beispiel hier an der Sonne anfangen und dann die Banderole so ein bisschen über den Stein schweben lassen. Und wir können uns das Ganze ja auch schon mal so in der Vorschau ansehen. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Und für alle, die jetzt eben noch gerne einen Schritt weiter gehen wollen und das Ganze so ein bisschen auch an die Wellen anpassen möchten, die können ja mal hier in der Suchfunktion unten Wellen eingeben. Und da gibt es hier den Effekt Wellen gerichtet. Und das ziehe ich mal hier auf die Flexi-Collage. Jetzt ist es ein bisschen tricky, das Richtige zu finden. Aber wir können mit der Vorschau ja ganz gut überprüfen, ob der Effekt schon schön ist oder nicht. Ich würde sagen, der ist ein bisschen zu subtil, da passiert nicht so viel. Deshalb erhöhe ich mal die Anzahl der Wellen. Schauen wir mal, ob es jetzt besser aussieht. Ist das vielleicht sogar schon zu doll? Also so finde ich, kann man mit leben. Man kann auf jeden Fall die Schrift noch gut lesen. Ich würde vielleicht die Größe und die Geschwindigkeit noch reduzieren. Und dann habt ihr eigentlich einen schönen Beschriftungseffekt für euer Video. Das Beispiel hier ist schön, weil ihr da die Möglichkeit habt, noch ein bisschen mehr unterzubringen. Schauen wir uns mal kurz die Vorschau an. Da habt ihr quasi das Video, aber das Video liegt auf einem Hintergrund, sodass drumherum noch Platz für ein Deko-Element ist oder eben für euren Text. Und ihr könnt auch sicher gehen, dass der Text dann ein bisschen besser lesbar ist, wenn er so mit Farbe hinterlegt ist. Ja, ihr gebt damit einfach dem Video nochmal einen schönen Rahmen. Wie das aufgebaut ist, ist eigentlich relativ simpel. Ich mache nur mal die Timeline hier größer, damit ihr das besser sehen könnt. Also im Hintergrund liegt diesmal nämlich nicht mein Video, sondern ein Rechteck. Erst dann kommt das Video und wie ihr seht, kommt das mit einem Bewegungspfad. Ich nehme den aber mal raus, damit ihr das jetzt besser sehen könnt. Und das Video ist eben nicht vollflächig, sondern es ist so etwas kleiner gezogen, ne? Sodass drumherum eben noch der Hintergrund zu sehen ist. Dann habe ich hier zwei schmale Rechtecke. Da liegen dann die Textzeilen drauf. Und hier unten in der Ecke greife ich dann einfach nochmal die Wellen auf. Und damit ihr das auch machen könnt, zeige ich euch einfach mal ganz schnell, wie es geht. Wir brauchen wieder mal das Kapitel und dann natürlich das Rechteck. Bei der Farbe lege ich mich hier noch gar nicht fest. Ich hole mir erstmal mein Video. Jetzt haben wir ja gesagt, das Video soll ein bisschen kleiner sein, sodass man den Hintergrund noch sehen kann. Und deshalb ziehe ich das hier an diesen Anfasserpunkten einfach etwas kleiner. Und jetzt fehlt noch so ein bisschen die richtige Farbe für unser Rechteck. Da bediene ich mich mal beim Video. Ich gehe hier bei den Einstellungen auf Farbe und nehme mal die Pipette
und gehe dann hier in dieses Video-Thumbnail mal rein und guck mal, ob ich da eine schöne Farbe finde, die einfach gut diesen wunderschönen Sonnenuntergang aufnehmen kann. Die Farbe ist mir jetzt noch ein bisschen zu dunkel, deswegen mache ich sie etwas heller. Ich denke, das ist eine Farbe, wo man ganz gut den Text auch noch lesen kann. Und weil ich ja mir die Sache einfach machen möchte, kopiere ich mir einfach dieses Rechteck nochmal und ziehe das dann zu einem schmalen Streifen, der hier oben über dem Video noch drüber liegt. Um zu erreichen, dass das über dem Video sich befindet, mache ich hier so ein kleines Rechteck-Sandwich. Also im Hintergrund liegt mein erstes Rechteck, in der Mitte liegt dann das Video und in der Spur darunter liegt dann das Rechteck, was das Video wieder überdeckt. Und ich kopiere mir das gleich nochmal, weil ich hatte ja vor, zwei Textzeilen zu benutzen. So, und dann mache ich das ein bisschen kleiner. Dann habe ich hier oben schon mal schön Platz für die Beschriftung. Und dann wollte ich ja noch dieses sommerliche Deko-Element. Da gebe ich hier unten einfach mal Sommer ein. Und dann habe ich hier schon wieder diese schönen Wellen. Und ihr seht auch hier bei dem Erweiterungspaket Sommerbrise, da gibt es noch ein paar mehr. Da könnt ihr auch mal gucken, was für euch passt. Und die Wellen, die setze ich jetzt hier quasi als Gegenpol zu dem Text, der gleich kommt, hier oben so rein. Ja, und jetzt brauche ich natürlich das Textobjekt oder die Textobjekte. Die nehme ich wieder aus der Toolbox. Und die platziere ich hier so ein bisschen, dass sie nicht am gleichen Punkt beginnen wie auch das Video, sondern ein bisschen mehr auf der linken Seite. Ja, und bei der Textfarbe könnte ich jetzt auf das Blau zurückgreifen, was auch unser Dekorationselement hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hell. Ich habe mir das jetzt zwar genommen, aber ich kann das auch noch etwas dunkler machen. Und zwar hier bei diesem L-Schieberegler. Aber nicht zu dunkel, so vielleicht. Dann suche ich mir noch eine schöne Schriftart aus. Und dann gehe ich hier wieder mit der Option Einpassen sicher, dass das auch von der Größe her ganz gut aussieht. Ja, und jetzt kommt meine zweite Textzeile. Dazu kopiere ich mir jetzt einfach nur das Textobjekt, was ich schon eingefügt habe. Ziehe das jetzt hier auf die Höhe dieser Linie und nehme dann einfach nur noch mal eine andere Schriftart. Ja, weitere Effekte gibt es hier nicht, deswegen können wir uns gleich schon mal die Vorschau ansehen. Seht ihr, das Video kann spielen, kann sogar meinen Zoom hier noch zeigen und ihr habt eben schön die Beschriftung, die man gut lesen kann. Ja, kommen wir auch schon zum letzten Beispiel. Das ist auch sehr schön, wenn ihr ein Video habt und das Video nicht ganz so sehr überdecken wollt, dann könnt ihr einen Farbverlauf nehmen. Ihr seht, ich habe hier mein Video, ich habe einen Farbverlauf und ich habe den Text. Ganz einfach also. Und weil das so leicht ist, können wir auch gleich schon loslegen und das Ganze nachmachen. Ich starte wieder mit einem Kapitel. Ihr wisst darum, immer wenn man mehrere Sachen gleichzeitig zeigt, braucht man das einfach. Und jetzt könnt ihr entweder euch durch die Toolbox scrollen oder ihr gebt hier im Suchfeld einen Farbverlauf. Den ziehe ich mir jetzt hier unter mein Video und passe den auch in der Länge erstmal an. Jetzt ist er ja hier so weiß, blau, schwarz. Wir brauchen auf jeden Fall kein Schwarz und dieses Blau hier, das brauchen wir auch nicht, aber wir lassen es mal drin, denn wir können diesen Farbpunkt nutzen, um einfach Transparenz einzustellen. Und den weißen Punkt, den können wir entweder weiß lassen, sieht auch mal ganz schön aus, wenn man den schwarz stellt, oder ihr greift eine schöne Farbe aus dem Video auf, wie zum Beispiel so dieses Hellorange. Den Farbverlauf ins Transparente, den haben wir jetzt schon geschafft. Ihr könnt jetzt hier noch mit dieser Raute so ein bisschen spielen und gucken, wie weit der Farbverlauf ins Bild ragen soll. Wenn ihr mit dem, was ihr seht, zufrieden seid, dann nehmt ihr euch das Textobjekt und zieht es hier rein. Und dann, ja, gebt ihr einfach euren Text ein.
Ich habe es dann nochmal so gemacht, ich habe beides markiert, also erstmal auf den Text geklickt, dann die Steuerung-Taste gedrückt und hier auf den Farbverlauf geklickt, sodass beides markiert ist. Und dann bin ich hier nochmal zur Deckkraft gegangen und habe hier nochmal so eine Kurve eingestellt. Da könnt ihr so ein bisschen selbst bestimmen, wann eben das am stärksten, wann die stärkste Deckkraft erreicht ist und wie lange das dauert und so weiter. Aber schauen wir es uns doch einfach mal an. Jetzt erscheint es dir so ganz langsam. Und dann müsste es auch langsam verschwinden am Ende. So. Ja, ganz sanft und subtil und nicht unbedingt auffällig. Ihr könnt es aber einstellen, wie ihr möchtet. Das waren jetzt jedenfalls meine 5 Beispiele. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches euch davon am besten gefallen hat oder welches ihr vielleicht auch noch nicht kanntet. Die Kommentare zu den anderen Videos habe ich mir schon durchgelesen und so ein bisschen wird ja auch klar, dass ganz dringend noch ein Video kommen muss zum Unterschied zwischen Kameraschwenk und Bewegungsfahrt. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal die nächsten Wochen einstellen, dass das kommen wird. Schreibt mir gerne noch eure anderen Fragen und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Urlaubszeit. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!